Spanngurte kann man machen, muss man vielleicht nicht machen. Ich habe mal eine andere Idee. Ich habe mir mal so einen Meter von diesen Airline-Schienen bestellt, habe die ein bisschen klein gesägt, ein paar Löcher reingebohrt und im Bereich unter meinen Fußrasten vom Enduro-Motorrad möchte ich die montieren und dann mal sehen, ob wir eine andere Art der Befestigung hinkriegen, die wenigstens so sicher ist wie Spanngurte. Zack. Zack. Und da unten wollen wir ein paar Muttern unterbasteln. Ist ein bisschen fummelig, aber jetzt fehlt mir einer, der da oben eben drauf drückt. Das Schwierigste war unten die Schrauben, die Muttern festzuhalten. Jetzt habe ich mal diese Teile gebaut. Oben ist ein M16 Gewinde drin. Werdet ihr gleich sehen, wofür. Und unten sind diese Teile, um das in dieser Art Schiene sicher zu verankern. Ja. Jetzt schieben wir mal das Moped drauf. Einen langen, einen kurzen. Ich hätte sie auch länger machen können. So, die ersten Umdrehungen von Hand. So, abladen. Links rauf. Ja, jetzt die Frage, was machen wir jetzt mit den ganzen schönen Spanngurten? 10 Euro, 10 Euro, Finger nicht klemmen, 10 Euro, wisst ihr was? Alles in die Tonne mit dem Scheiß hier. So. Oder für den Notfall vielleicht nochmal aufheben. Okay, wird bald ein Artikel im Shop.